Wir sind Zölzen im Kanton Solothurn. Mein Name ist André Scholl. Ich habe die Metzgerei vierte Generation seit 2008. Wir sind ein Familienbetrieb, mit im Dorf, bilden Lehrlinge aus und haben 13 Mitarbeiter. Uns trifft die Initiative vor allem, weil wir noch eine traditionelle Metzgerei sind. Wir die noch alles selber schlachten hier bei uns im Haus und haben die alle von der Region. Für mich ist die Initiative ganz klar abzulehnen, aus dem Grund, weil ich für meine Konsumenten rede. Der Konsument soll schlussendlich selber entscheiden, was für ihn das Richtige ist. Und er soll die Wahlfreiheit haben, können einzukaufen, das, was für ihn stimmt, und auch die Preisklasse wählen. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Auswirkungen vom Annehmen dieser Initiative wären, dass die Spiessen noch mehr ungleich werden. Zwischen dem Import und dem Schweizer. Was wir einfach ganz klar feststellen, ist, dass das vielleicht mal sein, aber dass bei uns dass der Unterschied da ist, dass bei uns das kontrolliert wird und rigoros der Vollzug rigoros durchgeführt wird und im Ausland nicht. Und das ist für mich wieder eine Marktverzerrung, die für mich so einfach nicht stimmt. Es ist ganz klar erwiesen, dass wir eines der strengsten Tierschutzgesetz schon jetzt haben, dass die Anzahl von den Tieren auf den Höfen schon begrenzt ist, was es im Ausland so nicht gibt. Also ich glaube, das wird nichts besser durch das. Für mich ist die Initiative ganz klar abzulehnen, weil man dem Kunden die Wahlfreiheit nimmt, für das einzukaufen, was er gerne will und für das, was er bereit ist, Geld auszugeben.